Hey Kids, wusstet ihr, dass ein Kind pro Tag 1,5 Liter Wasser trinken sollte? Das ist so viel, wie ich mal in dieser Wasserflasche mitgebracht habe. Ohne Wasser kann man nicht lange überleben. Also ohne Essen kann man so 1, 2, 3 Wochen vielleicht gut überleben. Und ohne den Fußball oder Fernseher oder auch das Handy kann man ziemlich lange überleben. Aber ohne Wasser hält man vielleicht so 2 bis 3 Tage durch. Und das war natürlich auch damals, als Jesus gelebt hat und als die Frau gelebt hat, die er getroffen hat, so. Also die mussten auch trinken. Und die mussten sogar viel mehr trinken, weil dort, wo sie gewohnt haben, da war es richtig heiß und da muss man noch viel mehr als diese 1,5 Liter Wasser trinken pro Tag. Aber da, wo sie gewohnt haben, war es nicht so wie heute, also nicht so wie hier, dass man irgendwie die Flaschen aus dem Supermarkt holen kann oder den Wasserhahn einfach aufdrehen. Nee, da war das so, dass man immer zu einem Brunnen oder zu einem Fluss laufen musste, um Wasser zu bekommen. Und die waren meistens auch ziemlich weit weg. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, man braucht ja nicht nur Wasser zum Trinken, sondern man braucht es auch zum Putzen und zum Kochen und zum Waschen und ganz viele andere Sachen mehr. Heutzutage braucht ein Mensch 125 Liter Wasser durchschnittlich pro Tag. Ein Mensch. Das ist 10-mal so viel wie diese Wasserflaschen, die ich da hingelegt habe. Und jetzt überlegt mal, ihr müsstet pro Tag für eine Person 10-mal so viel Wasser, wie hier liegt, vom Brunnen holen, der irgendwo außerhalb von dem Dorf ist. Damals musste man das. Und deswegen war es auch ziemlich normal, dass Jesus die Frau da am Brunnen getroffen hat. Also, dass die Frau zum Brunnen gelaufen ist, um Wasser zu holen. Aber eine Sache war nicht normal, was sie gemacht hat. Und zwar, dass sie mittags zum Brunnen gelaufen ist. Weil, also mittags ist es am heißesten. Man geht eigentlich morgens oder abends zum Brunnen, aber nicht mittags. Also mittags, da macht man Mittagspause und man geht nicht an den Brunnen, um Wasser zu holen. Habt ihr eine Idee, warum das so war, warum die Frau das gemacht hat? Also ich glaube ja, dass sie mittags an den Brunnen gegangen ist, weil sie dort keinen Menschen getroffen hat. Die Frau, die hat in ihrem Leben ziemlich viele Fehler gemacht und die Menschen, die bei ihrem Dorf gewohnt haben, die wussten das. Und deswegen haben sie sie manchmal beschimpft oder sie haben ja über sie gelacht. Die Frau, die hat sich auch ziemlich geschämt dafür. Und deswegen ist sie, glaube ich, mittags gegangen, weil da hat sie niemanden getroffen. Und dann hat sie doch jemanden getroffen. Sie hat Jesus getroffen. Und Jesus hat sie nicht in Ruhe gelassen, sondern er hat sie direkt angesprochen. Jesus sagt zu dieser Frau, ich kann dir viel besseres Wasser geben als das, was du gerade da aus diesem Brunnen schöpfst. Ich kann dir lebendiges Wasser geben. Und wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wirst du nie wieder Durst haben. Klingt irgendwie ein bisschen seltsam und auch ein bisschen kompliziert und die Frau hat es nicht gleich verstanden. Es ist so. Also wir Menschen, wir brauchen nicht nur Dinge für unseren Körper, wie zum Beispiel trinken, wenn wir Durst haben oder essen, wenn wir Hunger haben, sondern wir brauchen auch Dinge, die unserer Seele gut tun. Zum Beispiel Liebe brauchen wir oder wir brauchen das Gefühl, dass wir wichtig sind oder wir brauchen Anerkennung auch manchmal. Alles Dinge für unsere Seele. Problem ist nur, dass wir dann manchmal Dinge machen, weil wir denken, wir brauchen es für unsere Seele, die aber eigentlich nicht so richtig gut sind. Also zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben wollen, dass wir wichtig sind, dann lügen wir vielleicht manchmal sogar jemand an, einfach nur, damit die Person uns cool findet. Oder vielleicht lachen wir mal jemanden aus oder lästern über andere Kinder ab, einfach nur, damit wir besser dastehen. Die Frau in der Geschichte, die hat ganz besonders Liebe gebraucht und hat aber versucht, das bei Männern zu bekommen. Hat aber nicht so funktioniert, weil sie war nämlich schon 5-mal verheiratet. Und als Jesus sie dann getroffen hat, hat sie auch schon wieder einen neuen Freund gehabt. Also sie hat diese Liebe, die sie ganz, ganz tief in ihrer Seele gebraucht hat, von den Männern nicht so bekommen. Und Jesus, der sagt ihr jetzt, dass es anders geht. Er sagt, statt die Anerkennung und die Liebe von diesen Männern zu suchen, die dich eigentlich gar nicht so wirklich mögen, kannst du Gott in dein Leben einladen und zulassen, dass Gott dich füllt mit Liebe. Das ist dieses lebendige Wasser, von dem Jesus gesprochen hat. Wenn wir Ja zu Gott sagen, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Und dann kann der Heilige Geist unserer Seele das geben, was unsere Seele braucht. Das ist lebendiges Wasser. Und wisst ihr, Gott, der liebt uns viel mehr als alle Menschen das je könnten.
Bei Gott sind wir wichtig, egal was andere Menschen sagen. Und Gott, der kann auch Einsamkeit oder Traurigkeit viel besser in Freude verwandeln als alle anderen Dinge, mit denen wir das manchmal versuchen. Wir müssen es nur zulassen, dass Gott uns füllt und dass der Heilige Geist in uns unsere Bedürfnisse, die wir in der Seele haben, stillt. Und das möchte Gott echt auch mit euch tun. Und deswegen überlegt mal, was ist denn das, was eure Seele gerade ganz tief im Inneren besonders braucht? Ist es vielleicht so, dass du traurig bist, dass du einsam bist oder dass du das Gefühl hast, dass du nichts kannst? Oder hast du vielleicht ja so eine nicht nur eine Traurigkeit, sondern auch eine Wut in dir oder so? Wenn du da irgendwas gefunden hast, dann füll das nicht mit irgendwas, was gar nicht so gut ist, sondern sag's einfach Gott. Und dann bitte Gott, dass er das stillt in deiner Seele. Zum Beispiel einfach so: Gott, ich bin gerade manchmal einfach in meiner Seele ein bisschen traurig. Es passieren so viele Dinge gerade, die echt nicht gut sind, und deswegen bin ich einfach manchmal traurig. Und ich bitte dich, dass du mir diese Traurigkeit wegnimmst und dass du sie in Freude verwandelst. Wisst ihr, dieses Wasser, was ich da stehen habe, das kann nur den Durst löschen, den unser Körper hat. Aber das lebendige Wasser von Jesus, das kann wirklich den Durst stillen, den unsere Seele hat. Und der Heilige Geist in uns, der kann uns das geben, was wir ganz tief im Inneren, in unserem Herzen brauchen.